Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Das letzte Mal haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen verknüpfen. Ja, wir haben jetzt die magnetische Feldstärke, die aus der magnetischen Spannung irgendwie vortritt, und vorher haben wir gehabt die magnetische Induktion oder die magnetische Flussdichte und den magnetischen Fluss, und das wollen wir ein bisschen verknüpfen. Okay. Wie geht das jetzt? Ja, erinnern wir uns bitte zurück an das elektrische Feld. Ja. Im elektrischen Feld hat das so ausgesehen. Ja, ich schreibe das nochmal hin. Elektrisches Feld. Da hatten wir auch eine Flussdichte, also D-Kassen. Ja, und das war Epsilon 0 mal E. Ja, elektrische Feldstärke, D war magnetische Flussdichte, und das Epsilon 0 war die Permittivitätszahl oder die Permittivität des leeren Raumes. Ja? Das war eine Naturkonstante. Epsilon 0, haben wir gesagt, war 8,854 mal 10 hoch minus 12 Ampere-Sekunden pro Voltmeter. Ja? Das war im leeren Raum. Bei Materie hatten wir D ist gleich Epsilon mal E, ja? Und das Epsilon war Epsilon 0 mal Epsilon R. Ja. Und das Epsilon 0, also das Epsilon R, war die Permittivitätszahl. Und das war irgendwas größer wie 1. Ja. Das war irgendwo im Bereich von 1 bis 10 oder bei manchen Sachen größer. Ja. So war das. Ja. Also das war im leeren Raum. Das war mit Materie. So hat das ausgesehen. Ja? Und wie schaut das jetzt im magnetischen Fall aus? Ja? Schauen wir uns das magnetische Feld an. Das schreibe ich jetzt etwas dunkler, weil um das geht es ja. Magnetisches Feld. Nun, das Pendant zum D, zu der Flussdichte, war unser B. Gell? Magnetische Flussdichte. Das Pendant zur E, der elektrischen Feldstärke, ist unser H, die magnetische Feldstärke. Nun, und im leeren Raum haben wir wieder eine Konstante, die das Ganze verknüpft, und das ist das, heißt μ0, ja? Permeabilität. Okay? Und das μ0 ist 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7, ja? Und nicht Ampere-Sekunden pro Voltmeter, sondern Voltsekunden pro Ampere-Meter. Das Ding heißt Permeabilität. Des leeren Raums. Also das gilt wieder für den leeren Raum. Vakuum. Also gleiche Gesetzmäßigkeit. Flussdichte ist irgendwas mal Feldstärke. Flussdichte ist irgendwas mal Feldstärke. Einmal elektrisch, einmal magnetisch. Und gleiche Gesetzmäßigkeit bei Materie. B ist gleich μ mal H. Und das μ ist μ0 mal einem μr, ja? Und das ist die Permeabilitätszahl. Ja? Das μ0 hat Einheit, μr hat keine Einheit, genauso wie hier. Ja? Was heißt die Permeabilitätszahl jetzt? Okay? Permeabilitätszahl. Es ist so, das μ r, wenn das kleiner wie 1 ist, ja, dann haben wir diamagnetische Stoffe. Also Stoffe, die leicht abgestoßen werden. Okay? Die leicht abgestoßen werden. Ich habe da ein paar Beispiele. Schauen wir, Wismut,
war 0,99843. Ja, dann Kupfer. 0,99990. Ja. Also, ich meine, es ist unter 1, okay? Aber nicht weit. Ja. Wasser. Wasser haben wir 0,99. 9991. Es geht. Ja. Also, diamagnetische Stoffe. Μr größer 1, paramagnetische Stoffe. Also Sachen, die leicht angezogen werden. Ja. Da haben wir Luft. Zum Beispiel. Ja. Wie stark unterscheidet sich Luft vom leeren Raum für den Magnetismus? Nun, das μr von Luft ist 1, und jetzt muss ich schauen, wie viel Nuller? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Kaum. Okay? Luft und leerer Raum sind sich sehr ähnlich. Ja? Aluminium. 1, wie viel Nuller haben wir? 4. 1, 2, 3, 4, 21 am Schluss. Ja? Und dann haben wir Platin. Haben wir, oh, das ist Ärger. Das wird schon besser angezogen. So schaut das aus. Ja? Das sind paramagnetische Stoffe. Wir haben aber noch ferromagnetische Stoffe. Ja? Also wenn das μr viel größer wie 1 ist, ja, dann sind das ferromagnetische Stoffe. Also das sind die Stoffe, die stark angezogen werden. Viel größer wie 1. Ja. Warum schreibe ich das so komisch? Nun, bei Ferromagnetismus gibt es eigentlich kein μr. Ja. Das μr, es gibt keinen linearen Zusammenhang. Ferromagnetische Stoffe, die schauen üblicherweise so aus. Ja. Also wenn da das H ist, ja, und da ist die daraus resultierende Flussdichte, ja, dann geht es bei ferromagnetischen Stoffen, ich mache das da jetzt so orange, ferromagnetische Stoffe, ja, gibt es keinen linearen Zusammenhang. Da geht es aber auch von nach oben pistonarisch, ja, also wirklich steil. Und dann plötzlich wird es flach, ja, und es steigt nur mehr langsam. Okay, das ist ein ferromagnetischer Stoff. Im Gegensatz dazu wäre Luft, ja, mache ich blau, unterstreiche hier blau, Luft, das geht gleich von unten so flach weg. Ja. Also da ist nur das μ dazwischen praktisch, μ0. Ja. Und hier sind wir parallel. Ja. Das heißt, bei ferromagnetischen Stoffen können wir zwei Bereiche an und für sich unterscheiden. Das ist der eine Bereich, wo es gut geht, und der andere Bereich, wo es eigentlich genauso gut oder schlecht geht. Die Felderhöhung oder die Flussdichterhöhung wie in Luft, ja, das ist der Sättigungsbereich da. Sättigungsbereich. Okay. Also es scheint bei ferromagnetischen Stoffen irgendwo einen Punkt zu geben, wo es reicht. Ja. Jetzt rennt schon so viel magnetischer Fluss durch mich durch, es reicht. Ich mache einfach genau das Gleiche wie die Luft um mich herum. Wenig. Ja. Am Anfang wird voll, reichen kleine Feldstärken, um riesige, um relativ große Flussdichten zu erzeugen. Und am Schluss, naja, ja, geht es nicht mehr gescheit weiter. Also da haben wir den Sättigungsbereich und darunter ist der normale Bereich. Ja. Ungesättigter Bereich. So, also das sind, so hängt das zusammen. Ja? Also es gibt ein Epsilon-Null, es gibt ein μ-Null, das eine zählt für das elektrische Feld, das eine für das magnetische Feld. Und es gibt auch noch einen interessanten Zusammenhang, den möchte ich nicht vorenthalten. Es ist nämlich so, dass C0 ist gleich 1 dividiert durch
die Wurzel aus Epsilon 0 mal μ 0. Was ist jetzt C 0? Das ist die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Was hat das jetzt damit zu tun? Wie kommt da aus elektrischen oder magnetischen Konstanten, wie kommt da Lichtgeschwindigkeit zustande? Ja, und ist einfach erklärt, eine Welle, ein Licht, Licht ist eine elektromagnetische Welle und die breitet sich mit einer gewissen Geschwindigkeit aus. Und mit welcher Geschwindigkeit sich die ausbreitet, hängt halt davon ab, wie gut irgendwie das elektrische Feld und das magnetische Feld zusammenspielen, und das ist da in diesem Zusammenhang irgendwie so inkludiert. Ja? Wenn ich Materie habe, ja? Also wenn die elektromagnetische Welle durch eine Materie durch muss, also zum Beispiel ein Glas beim Licht, ja? Was ist da? Dann gilt das auch. Dann ist nämlich C. Die Geschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit in dieser Materie ist 1 dividiert durch die Wurzel aus Epsilon mal μ. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. In dieser Materie. Also das ist im leeren Raum und das ist in der Materie. Da zählen halt diese Permittivitätszahlen und die Permeabilitätszahlen mit dazu. Interessant, gell? Das da aus Elektrotechnik dann plötzlich irgendwelche Lichtgeschwindigkeiten rausfallen. Es fällt sogar noch mehr raus, denn es gibt Sprungbedingungen, hatten wir mal gesprochen, beim elektrischen Feld, gibt es auch Sprungbedingungen für das magnetische Feld, und aus diesen Sprungbedingungen und die daraus resultierenden Geschwindigkeiten der Wellen, ja, entstehen Brechungsgesetze. Ja. Plötzlich ist klar, warum die Brille funktioniert, wenn der Strahl die elektromagnetische Welle in diese Richtung einfällt und dann gibt es eine Brechung zum Lot und so weiter. Das kommt alles aus so Wellengleichungen und alles aus diesen elektromagnetischen Feldtheorien. Ja? Ein Zusammenhang, den man nicht unbedingt vermutet. So, apropos Zusammenhang, da unten habe ich schon hinzeichnet, ja, ferromagnetische Stoffe, schaut kompliziert aus. Gell? Schaut kompliziert aus. Ich werde das nächste Mal versuchen zu erklären, warum ist das so? Okay? Wie funktioniert jetzt so ein ferromagnetischer Stoff? Warum verhält sich der so, wie er sich verhält? Das ist das Thema unseres nächsten Videos. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen!